So, heute geht's in den Wald. So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Tom von 24 Stunden Hypnose Nonstop Live. Und heute melde ich mich mal aus der Natur. Das ist also tatsächlich kein Greenscreen, der hier hinter mir zu sehen ist, sondern das ist tatsächlich, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, das ist tatsächlich echte Natur. Die Blätter fallen schon. Nein, es ist noch nicht ganz so weit. Wir haben noch Sommer, das erkennt ihr vielleicht am Schweiß auf meiner Stirn. Ich dachte aber einfach mal, ein bisschen raus in die Natur ist ganz gut. Und das ist auch ein Tipp, den ich schon in unzähligen Seminaren, in unzähligen Videos gegeben habe. Wenn es euch im Büro mal wirklich dreckig geht, wenn ihr überfordert seid, wenn ihr irgendetwas habt, was euch bedrückt, dann geht im ersten Schritt, ohne nachzudenken, erst einmal raus in die Natur. Das macht schon eine Menge aus. Das gibt schon eine Menge Kraft. Einfach mal eine halbe Stunde wirklich raus in die Natur. Und damit meine ich zur Not natürlich auch gerne irgendeinen Stadtpark. Aber ihr seht, ich bin hier wirklich mitten in der Natur. Das heißt, wo weit und breit einfach nur Bäume, Wasser, was auch immer sind. Vielleicht ab und zu mal ein paar nette Fußgänger, das ist in Ordnung. Aber einfach, dass ihr euch in die Natur begebt und da ein bisschen zur Ruhe kommt. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Mein heutiger Tipp ist eine kleine Übung, die ich mir so nebenher mal designt habe, mit der ihr jegliche Form von Hass auflösen könnt. Auch ich habe Minuten, vielleicht auch manchmal Stunden, in denen ich wirklich Hass habe. Und dann meldet sich sofort wieder mein Kopf, mein Bauch, mein was auch immer und sagt, Hass, keine gute Idee, das ist nur verschwendete Energie. Und deshalb habe ich eine Methode für mich entwickelt, mit der ich ganz schnell Hass auflösen kann. Und diese Methode möchte ich euch mitgeben, vielleicht auch vor der diesjährigen Bundestagswahl eine ganz gute Idee, sollte sich der ein oder andere, der derzeit großen Hass hat, vielleicht auch mal dieses Video angucken, und vielleicht kennt ihr ja jemanden, der dieses Video gut gebrauchen kann, dann dürft ihr ihm das gerne weiterleiten. Jetzt sage ich zum ersten Mal auch, bevor ich euch die Übung vorstelle, bitte abonniert meinen Kanal, bitte gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video oder auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Beides bringt mich höher. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. All das bringt meine Arbeit weiter. Und wenn ihr sagt, ach, dieses Jahr kann ich es mir nicht leisten, zu 24 Stunden Hypnose zu kommen. Das kostet 299 Euro. Das ist eine gute Investition. Doch wenn es absolut nicht klappt, dann könnt ihr mich auf diese Art und Weise unterstützen. Könnt ihr meine Arbeit weiterbringen. Das würde mich sehr freuen. Also dann direkt auch bei YouTube. Natürlich auch, wenn ihr das Video bei Facebook oder in anderen sozialen Medien seht, dürft ihr das auch gerne da auf irgendeine Art und Weise teilen und mich somit unterstützen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür im Voraus. So, jetzt aber zur versprochenen Übung, mit der ich persönlich Hass ganz schnell auflösen kann. Denn auch ich, der sich mit dem Guten, mit dem Schönen beschäftigt, hat auch dunkle Sekunden, Minuten, Stunden, Tage nicht mehr. Tage sind es inzwischen nicht mehr, in denen ich Hass oder irgendeine andere Aggressivität zumindest bewusst mit mir herumtrage. So, jetzt die Übung. Ganz einfach. Nehmen wir an, du hast eine Person. Du sagst wirklich, dieser Typ, der macht mich fertig, der will mich nur ärgern, bla 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 bla. Erstmal habe ich festgestellt, für mich ist das von meiner Seite aus meistens Projektion. Dass ich in dem etwas sehe, was ich A, entweder noch nicht erreicht habe, oder B, irgendetwas spiegelt, was ich mich vielleicht nicht traue in meinem Leben oder woran ich einfach schier verzweifle und vielleicht auch meinen blinden Fleck, den ich noch nicht gesehen habe bei mir, das ist das, was da passiert. So, und wenn ich jetzt, nehmen wir mal, diese Person heißt Anton
Mustermann, ja. Und Anton ist also ein großer blonder Kerl mit riesigen Zähnen und ich reg mich über den auf und ich merke einfach schon, ich verschwende komplett meine Energie. In der Zeit könnte ich ein neues Video für euch machen, in der Zeit könnte ich meiner Frau einen Kuss geben, in der Zeit könnte ich mit meinen Kindern spielen, ich könnte sonst irgendwas Schönes machen. Und deshalb mache ich das ganz schnell. Für mich, nehmt euch, also Schritt 1, nimm dir ein Symbol, das für dich Liebe symbolisiert, ein Bild. Für mich ist es einfach dieses kitschige Herz, einfach dieses ganz normale Herz. Und dementsprechend kannst du dieses Herz dann symbolisieren. Und ich stelle mir tatsächlich vor, wie das dann hier so in der Höhe meines Brustkorbes ist. Und dann packe ich da eben genau dieses Bild, das ich eben beschrieben habe, rein. Und das stelle ich mir dann eben so vor, wie sich das also in meinem Körper bewegt und wie das also nach oben geht dann. Und wie sich das dann, und dafür suche ich mir möglicherweise oder bestens oder allerbestens natürlich einen Platz in der Natur oder ganz, ganz wichtig, da, wo du auf jeden Fall Ruhe hast. Jetzt ist gerade die hübsche Frau mit dem Hund wieder, mit den Hunden wieder vorbeigegangen. Ich habe einfach knallhart weiter moderiert. So, nein, also du hast hier dieses Bild des Herzens und da drin ist diese Person, die du hast oder mit der eine Situation, mit der du nicht klarkommst. Und dann stellst du dir einfach vor, wie sich dieses Herz symbolisch in Liebe auflöst, ganz, ganz wichtig, in Liebe auflöst, ja, das löst sich also in deinem Körper in Liebe auf, dieses Bild deines Hasses, deines Hassobjektes löst sich in Liebe in dir auf, auch ganz wichtig, in dir, ja, du schließt es also in dein Herz und löst es dabei aber auf, also es ist in Liebe aufgelöst. Ich weiß nicht, es gibt jetzt viele NLPler, es gibt jetzt viele Hypnotiseure, die meine Videos gucken, es gibt aber auch vielleicht Laien und probiert es einfach aus, für euch funktioniert es, vielleicht habt ihr auch eine bessere Idee, wie ihr diese Übung verfeinern könnt, für mich hilft das super. Ich habe vor kurzem eine wirklich anstrengende Situation gehabt und kam mit dieser Situation, mit dieser Person absolut nicht klar und die hat mich geärgert, obwohl sie gar nicht anwesend war. Was für eine Energieverschwendung. Und dementsprechend macht das einfach, löst das in Liebe auf und fertig ist die Laube. Ja, also zumindest hat das für mich sehr gut geklappt. Ihr könnt das ja auch gerne mal ausprobieren. Ich wünsche euch dabei viel, viel Erfolg. Hier erscheinen gleich noch Videos um mich herum, die eine Empfehlung sind, die sich auch auf den Workshop 24-Stunden-Hypnose beziehen. Schaut doch einfach mal rein. Auch der Abo-Button ist da. Es ist nur ein Klick und ihr erhaltet ganz, ganz viele wertvolle Tipps kostenlos hier auf YouTube. Das war's von meiner Stelle hier aus der wunderschönen Natur. Wie gesagt, wenn du einmal traurig bist, dann geh in die Natur oder so. Und dementsprechend macht's gut, geht einfach mal raus. Wenn du mich jetzt gerade im Büro siehst, raus in die Natur. Tschüss.